Die Koreaner frischen ihren Kleinwagen auf. Der neue i20 bietet viel, kostet wenig. Wenn kurz vor dem Jahreswechsel die zweite Generation des Erfolgsmodells von Hyundai startet, können andere Kleinwagen im Vergleich ziemlich nackt dastehen, denn die Ausstattungsmöglichkeiten sind riesig. Feines Leder, weiche Konsolen, ein gestochen scharfes Display im Kombi-Instrument, alarmbereite Assistenzsysteme und eine flauschige Lenkradheizung. Doch nicht nur von innen wurde der i20 aufgemöbelt. Der Koreaner ist leicht gewachsen. 4 cm länger und 2 breiter, dazu fast 5 cm mehr Radstand sorgen für angenehme Platzverhältnisse. Dass der neue i20 trotzdem ein Kleinwagen bleibt, spürt man beim Tritt aufs Gaspedal, zumindest im Basismodell. Der Motor läuft zwar angenehm leise und kultiviert, ist aber mit 75 PS und 122 Newtonmetern nicht gerade ein Ausbund an Fahrdynamik. Man muss schon das 1,2 Liter Maschinchen mit hohen Drehzahlen bei Laune halten, wenn man seinen Spaß haben will. Flotter als in 13,6 Sekunden von 0 auf 100 oder maximal Tempo 170 wird es dennoch nicht. Das Setup für Fahrwerk und Lenkung bleibt ziemlich unverbindlich und irgendwie nichtssagend. Der i20 fährt weder richtig komfortabel noch betont sportlich. Dafür bleibt er mit einem Startpreis von 11.950 Euro günstig, kostet rund 2.000 Euro weniger als ein Polo und spart ausstattungsbereinigt gegenüber dem Vorgänger etwa 400 Euro. Aber auch die Koreaner leben nicht vom Zuzahlen und heben ihre Tarife mit der Ausstattung deshalb ordentlich an. Wer all die vielen Extras und einen strammen Motor an Bord haben will, schießt schon mal über die 20.000 Euro Marke hinaus. Auf dem Genfer Salon im März zeigen die Koreaner dann einen schnittigen Dreitürer, den Hyundai vollmundig als Coupé anpreist. Da spreche noch mal einer von Kleinwagen.